Im Sportstudio von Radio Y begrüßt Sie Franz Weber. Mein heutiger Studiogast, den darf ich recht herzlich begrüßen, ist der Markus Karrer. Servus, grüß dich. Hallo liebe Radio Y-Hörer, hallo Franz. Vorweg darf ich mich gleich mal für die Einladung bedanken. Okay, sehr gerne. Freut mich, dass du da bist bei uns. Heute mal kein Funktionär von einem Sportverein oder aktiver Sportler, sondern der mit Sport sehr wohl was zu tun hat, aber indirekt nur. Warum bist du da eigentlich? Was willst du da heute vorstellen oder willst du vorstellen oder was ist eigentlich dein Ziel heute da? Ja, als erstes würde ich mich gerne mal kurz und knackig selber vorstellen. Mein Name, wie schon gesagt, ist Markus Karrer. Ich bin 17 Jahre alt und besuche derzeit die dritte Klasse der HLW Hollerbrunn. Ja, in meiner Freizeit beschäftige ich mich sehr viel mit Sport. Unter anderem bin ich bei meinem Heimatverein, dem Sportverein Zellerndorf, dabei. Da bin ich als Tormann aktiv und bei der Kampfmannschaft bin ich auch der Stadionsprecher. Okay. Vielleicht, wir kommen dann auf die Details ja noch im Laufe der Sendung zu sprechen. Deine E-Mail bzw. Internetadresse heißt karamatchworn.jimbo.com. Was heißt das eigentlich? Ja, das ist meine persönliche Homepage zu meinem Hobby. Karamatchworn, den Namen habe ich mir selber ausgedacht, betreffend den Matchworn-Trikots. Da geht es darum, dass es spielgetragene Trikots von den Fußballern sind aus dem österreichischen Fußballsport, da ich ein fußballverrückter Junge bin. Und das ist eigentlich meine Leidenschaft seit Dezember 2011. Okay, na, das ist interessant. Das wird sicherlich sehr interessant werden noch heute, dass wir erfahren von dir, was wirklich da dahinter steckt. Great. Markus Karrer zu Gast bei mir heute im Sportstudio von Radio Y. Ja, Markus, wir haben jetzt schon gehört, du bist aus Zellerndorf, bist noch ein junger Bursch, 17 Jahre. Und was beflügelt dich oder warum magst du das eigentlich, diese Trikotsammlung? Was ist da für Grund dahinter oder für Ziel? Ja, also wie schon gesagt, im Dezember 2011 hat mir die Sammelleidenschaft gepackt. Da habe ich meine ersten Matchworn-Artikel erhalten beim ÖFB Weihnachtsbazar. Und ja, im ersten Jahr war eigentlich das Ziel, meine Trikotsammlung so schnell wie möglich zu erweitern und die 100-Trikot-Marke zu erreichen. Und jetzt im zweiten Jahr habe ich eigentlich das große Ziel, dass ich mich eher dem Charity-Zweck widme und Geld für die Leute sammeln, die es wirklich brauchen können. Was heißt sammeln? Das heißt, du willst aus dem Verkauf oder was machst du mit diesen Trikots, dass du so einen Erlös kommst dort eigentlich? Ja, es kommt immer auf die Aktion an. Es gibt eben die Aktion mit einer Trikotstellung oder direkt nur eine Charity-Veranstaltung, wo ich die Sportler anrede, ob es Autogramme schreiben kommen und solche Sachen. Bei meiner ersten Charity-Aktion für die Neuholz aus Künring, die an Sehnenverkürzung leiden und sehr arm dran sind, habe ich zum Beispiel eine Trikotausstellung gemacht, da ist ein netter Geldbetrag von 400 Euro zusammengekommen und da habe ich die Sachen meiner Sammlung, die ich doppelt erhalten habe von Sportlerfreunden, versteigert für den guten Zweck, beziehungsweise durch Losverkauf ist da der schöne Betrag zusammengekommen. Also wenn ich richtig verstehe und unsere Hörer zum Verständnis, das heißt, auf der einen Seite gibt es die Trikotsammlung von dir, und wenn du doppelte Sachen oder mehrere kriegst von irgendeinem Stück, dann gibst du das in den anderen Topf für die Charity-Geschichte. Ist das richtig so? Das ist vollkommen richtig. Die Trikotsammlung dient dazu eben, dass es die Leute anzieht, dass sie die Dressen von ihren Vorbildern seiner Zeit, Manninger, Alma und Co. bewundern können. Dass sie sagen, wow, sowas hätte ich auch gern. Und dann eben bei der Verlosung haben sie dann die Chance, dass beispielsweise ein Matchworn-Trikot erhalten können und sich darüber freuen können. Also du hast über 100 Trikots schon. Hast du andere Utensilien von Sportlern auch noch außer Trikots? Oder? Ja, aktuell sind es über 120 Trikots mit Gusto Stückerl wie Nationalmannschaftstrikot von Marco Arnautovic oder Rapid-Trikot aus der letzten Saison von Lukas Grotzek, der auch ein guter Freund von mir ist. Und ja, zudem kommen noch
die getragenen Torwarthandschuhe von den verschiedensten Torleuten aus Österreich. Und dann gibt es noch die getragenen Fußballschuhe, was ich noch regelmäßig, fast jede Woche, aufs Neue hereinbekomme. Und da gibt es natürlich auch einige Highlights, wie von Stefan Mayrhofer. Der hat mir seine Schuhe innerhalb von 2-3 Tagen aus Köln zugesendet. Ja, die braucht er ja jetzt nicht, oder? Oder eben noch der Christopher Diebon aus seiner Salzburger Zeit hat er mir auch seine Schuhe zugesendet. Brauchst du eigentlich nur die kontaktieren, die was derzeit keinen Verein haben und keinen Job haben, oder? So ist es. Okay, gut. Hier ist Franz Weber im Sportstudio von Radio Y. Ja, mein heutiger Studiogast ist Markus Karrer. Ja, Markus, deine Sammlungen und so weiter sind sehr interessant und wir haben schon alle gehört von dir. Ja, du hast jetzt noch was Besonderes für die heutige Sendung, Gewinnspiel initiiert. Wie schaut das aus? Ich möchte aber gleich im Vorhinein sagen, dieses Gewinnspiel, was jetzt da präsentiert wird, das gilt nur für die heutige Live-Sendung, der die Sendung am Freitag wiederholt wird, ist es dann nicht mehr gültig, beziehungsweise gilt es dann nicht mehr. So, wie schaut das Gewinnspiel aus jetzt, Markus? Ja, ein ganz besonderes Schmankerl für die Radio Y-Hörer, beziehungsweise für meine Facebook-Fans habe ich auf die Beine gestellt. Und zwar gibt es heute bis 19 Uhr, bis zum Sendungsende, ein getragenes Paar Handschuhe vom Horner Schlussmann Florian Brögelhof zu gewinnen. Und ja, wenn Sie auf meine Facebook-Fanseite schaut, karamage1.jimdo.com und dann das Foto mit den Handschuhen anklickt und auf Gefällt mir klickt, dann nehmt sie automatisch am Gewinnspiel teil und der Sieger wird dann am Ende der Live-Sendung hier genannt. Also das wird heute am Ende der Live-Sendung wird der Gewinner von diesen Handschuhen von und den Tormann von SV Horn von Brögelhof praktisch verlost, beziehungsweise der Gewinner bekannt gegeben. Das ist richtig. Signierte okay. Handschuhe von Florian Brögelhof gibt es hier und heute zu gewinnen. Ja, vielleicht sagst du noch einmal die Facebook-Zugang. Ja, sehr gerne. Einfach auf der Facebook-Fanseite kara-matchone.jimdo.com hineinschauen, das Foto mit den Handschuhen aufmachen und ein Gefällt mir klicken und schon seid ihr beim Gewinnspiel dabei. Ja, also wie wir schon gehört haben, es gibt ja nicht nur getragene Handschuhe, Trikots und so weiter, sondern Adressen oder sonstige Sportutensilien von Fußballern oder anderen Sportlern auch noch. Ja, also hauptsächlich sind die Fußballer bei mir im Mittelpunkt. Nur da hat es einmal eine ganz witzige Story gegeben. Da war ich in der Wiener Stadthalle bei der Tennis Open. Das war letztes Jahr. Da waren wir am Finaltag dort, da war das Doppelfinale und der Österreicher Julian Noll hat da leider knapp verloren im Finale und beim Spielausgang bin ich natürlich gestanden, in der Hoffnung, dass ich sein getragenes Final-Shirt bekomme und habe ihn halt gefragt, ja, lieber Herr Noll, würdest du mir dein Leibchen für meine Sammlung geben? Und der hat natürlich nicht lange gezögert, hat sein verschwitztes Leibchen ausgezogen, hat es nach oben rein signiert und gab es mir dann für die Sammlung als eine ganz witzige Geschichte. Interessant. Wie ist das? Werden die dann von dir gewaschen oder bleiben die dann ja, also, verschwitzt in deiner Sammlung hängen? Nein, also die meisten Trikots werden schon von den Vereinen dann noch die Spiele gewaschen, also da sieht man nicht wirklich mehr Spülspuren. Ja, das ödeste Trikot von der österreichischen Nationalmannschaft, was ich habe, ist zum Beispiel von der WM-Qualifikation 98 von Ammerhauser. Und da sieht man schon die Spielspuren, also vereinzelt gibt es die Trikots noch mit den Spielspuren, aber die meisten werden leider Gottes gewaschen von den Vereinen. Ja. Und diese Trikots, wie wir zuerst schon in Einstieg gehört haben, sind ja hauptsächlich in deiner Sammlung, nicht? Genau. Ist richtig. Ja, es gibt ja dann noch von dir diese Charity-Geschichte, was mich interessieren würde. Was hast du da schon gemacht oder was planst du da noch zu machen in Zukunft? Ja, wie schon gesagt, da habe ich schon mehrere Charity-Aktionen hinter mir. Die erste war eben schon die Aktion, was ich vorher genannt habe, mit der Familie Neuhold aus Gröning, mit den zwei Burschen, die Sehnenverkürzung hatten. Mit dem Dorfernährungsverein Zellerndorf durfte ich eine Trikotausstellung veranstalten, wo eben die 400 Euro zusammengekommen sind. Dadurch, dass ich die doppelten Sammelutensilien dann verlost habe. Und die zweite Aktion, die ich noch gemacht habe,
war in Zusammenarbeit mit Peter Sachs, der ja auch schon hier im Studio zu Gast war und ein wirklich netter Kerl ist, sowie mit meinem Onkel von der Tankstelle. Entschuldige, dass ich unterbreche, was hast du mit Peter Sachs für Veranstaltung gemacht oder was? Nein, also das war dann noch zusätzlich mit meinem Onkel von der Tankstelle Rappers Zellerndorf. Da haben wir dem Sportverein Zellerndorf, eben meinem Heimatverein, wo ich selbst auch aktiv bin, einen nagelneuen Trikotsatz gespendet mit den verschiedensten Aufschriften, eben Tankstelle Rapp, Peter Sachs und Kara Metzschorn. Und der Verein hat sich sehr darüber gefreut. Okay. Ja, Markus Kara zu Gast im Sportstudio von Radio Y. Ja, Markus, bist du für Charity-Veranstaltungen oder Events zu haben? Was hast du in nächster Zeit geplant oder was ist deine nächste Charity-Veranstaltung? Ja, mittlerweile bin ich gerade voll im Planen für die nächste Charity-Aktion in gut 2 Wochen an der Tourismusschule in Retz am 24.09. ab 19.15 Uhr, also 19:45, wird es da die nächste Charity-Aktion geben von mir. Die wird so ablaufen, die wird fürs St. Anna Kinderspital in Wien sein und da wird sicher auch der ein oder andere Fußballer vorbeikommen. Thomas Kral, ehemaliger Wiener Neustadtspieler, aktuell bei Ritzing aktiv, oder eben die Freiberger Brüder Robin und Horst, ebenfalls bei Ritzing aktiv, würden sich die Ehre geben und Autogramme schreiben und da werden wir eben für das St. Anna Kinderspital sammeln und auch Sammelutensilien zur Versteigerung bringen. Was heißt Versteigerung oder Verlosung oder wie sollte es dann laufen dort? Das heißt, wer wird dort dabei sein oder wer ist die Zielgruppe da, wem du einlädst? Ja, es wird eher so wieder auf die Verlosung aufgebaut sein. Der Haupttreffer wird ein Matchworn-Trikot, ein spielgetragenes, von Dominik Hofbauer vom SC Wiener Neustadt sein. Der Verein stellt mir das dankenswerterweise zur Verfügung. Da darf ich noch Danke sagen gleich hier öffentlich. Und ja, Zielgruppe. Die Zielgruppe werden natürlich vorwiegend einmal die Schüler sein, die hoffentlich zahlreich zu der Veranstaltung kommen. Dann sollen sie noch die Eltern mitbringen hoffentlich, die was auch Interesse zeigen und fußballverrückt sind. Und der ein oder andere Politiker wird hoffentlich im Wahlkampf einer Zeit an uns vorbeischauen. Ja, das heißt, werden Lose verkauft, es wird Verlosung und der ganze Reinerlös, der wird gespendet. Jetzt nochmal für was genau? Genau, also wer Lose haben will, der kann man natürlich auch über die Facebook-Seite schreiben von mir, dass er Interesse an Losen hat. Lospreis wird 2 Euro sein und das wird dann, der Reinerlös wird für das St. Anna Kinderspital in Wien gespendet für die Kinderkrebshilfe. Und das veranstaltest du mit der Hotelfachschule in Retz? Genau, das ist eine Veranstaltung von mir und der Tourismusschule in Retz, die wir schon im letzten Schuljahr geplant haben und jetzt endlich über die Bühne bringen dürfen, worauf ich mich schon sehr freue. Also das heißt, wir dürfen jetzt die Einladung aussprechen für alle Radio Y-Hörer am 24. September. Was ist das für ein Tag? Das ist Mittwoch oder Donnerstag müsste das sein. Ah, okay. 24. September um 19.15 Uhr in der Hotelfachschule in Retz. Kann da jeder dort kommen und jeder kann mit tun. Alle fußballverrückten Leute, die Interesse haben, das was spenden, das was für einen guten Zweck dann, einfach hinströmen, den Bekannten erzählen, den Verwandten erzählen, bitte alle mitbringen. Es ist echt ein wichtiges Anliegen von mir, dass da ein gescheiter Geldbetrag zusammenkommt. Okay, in dem Sinne, 24. September, Retz. Franz Weber im Sportstudio von Radio Y. Ja, ich freue mich, den Markus Kara bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Ja, Markus, wir haben zuerst schon im vorigen Einstieg über dein Gewinnspiel berichtet oder angekündigt. Vielleicht können wir nochmal für unsere Hörer das wiederholen. Möchte aber gleich vorweg sagen, alles was da heute zum Gewinnen gibt oder zum Anklinken gibt, das gilt nur für die Live-Sendung heute, nicht bei der Wiederholung am Freitag. So, Markus, wie schaut das aus? Ja, da darf ich nochmal wirklich einen Aufruf starten. Druckt wirklich alle auf Gefällt mir und seid dabei beim Gewinnspiel, ist die einmalige Chance, dass hier und heute einen Matchworn-Artikel gewinnen könnt aus meiner Sammlung. Mittlerweile haben wir schon über 15 Gefällt mir. Ist ein Wahnsinn, wie schnell das geht. Das Gewinnspiel läuft seit gestern Abend
Also ist wirklich ein Wahnsinn und darf ich nochmal Danke sagen, dass ihr wirklich so interessiert seid an meine Gewinnspiele. Und ja, jetzt komme ich nochmal genauer darauf zu sprechen. Zu gewinnen gibt es heute zum Sendungsende gegen 19 Uhr ein getragenes Paar der Torwart-Handschuhe vom Horner Tormann aus der heute für morgen erste Liga von Florian Brögelhof, der ein guter Freund von mir ist. Und natürlich signiert und getragen, also lasst euch die Chance nehmen. Einfach auf Facebook reinschauen, kara-matchone.jimdo.com, die Facebook-Fanseite von mir, das Foto mit den Handschuhen öffnen und auf Gefällt mir klicken und schon seid ihr dabei. Na super, vielleicht gibt es noch etliche Interessierte oder Fußballfans von SV Horn bzw. von Brögelhof, vom Torwart des SV Horn. Ja, okay, zu dir nochmal jetzt, Markus, deine Highlights oder herausragenden Erlebnisse aus deiner relativ kurzen Karriere. Ja, da will ich gleich mal das nennen, dass eigentlich jedes persönliche Treffen mit einem Fußballer ist für mich ein Highlight, weil mit der Zeit lernst du die Spieler einfach von der persönlichen Seite besser kennen und dann, wenn sie dir öfter was spenden, auch von der privaten Seite. Das ist einfach eine coole Sache von manchen Spielern und genau durch diese Personen habe ich dann schon viele Sachen erlebt. Nach 3 Monaten, also im Dezember 2011 habe ich zum Sammeln angefangen und 3 Monate gleich danach hat mir Galileo geschrieben, die Sendung aus Deutschland, ProSieben, werden wahrscheinlich eh die meisten kennen, mit einer TV-Anfrage, dass sie mir aufnehmen wollen. Nur leider ist dann nichts geworden, da sie die finanziellen Mittel nicht hatten und einen aus Deutschland gesucht haben und die Sendung ist dann, soweit ich weiß, nie gedreht worden. Ja, 2 weitere Highlights gibt es da noch von mir. Einerseits der Dreh mit ShowTV, das war wirklich beachtlich. Die haben mich in die Generali Arena eingeladen, beim ärgsten Schneegestöber und Sturm im Winter, bei minus 15 Grad, haben wir da gedreht in Wien, die Favoriten. ShowTV ist... Im Burgenland daheim. Burgenland. Also burgenländischer Produzent. Also, und ja. Privatsender. Ja, so in die Art. Also, ShowTV. Kann eigentlich jeder sehen, aber so ein Privatsender eben. Die Rapid-Fans werden mich da jetzt zwar wahrscheinlich ein wenig würgen, weil ich also offiziell Rapid-Fan bin und da bei der Austria daheim war. Und ja, war eigentlich eine wirklich faszinierende Angelegenheit mit den Leuten von ShowTV, was ich da erleben habe dürfen, mit dem Dreh und. Da waren wir dann auch bei mir daheim im Günther-Stettner Stadion vom Sportverein Zehlendorf und in meinem Sammlerraum. Das Video gibt es natürlich noch auf meiner Seite zu bestaunen. War wirklich eine tolle Sache, wo ich noch mit Danke an ShowTV sagen darf und an Marco Cornelius von der Branche da. Und mein letztes Highlight war erst vor kurzem, im Juli diesen Jahres, durfte ich eine Seite der Sportwoche schmücken und ja, das ist wirklich eine Ehre für mich, dass ich da drin sein durfte. Ja, es ist wirklich sehr bemerkenswert für mich vor allem und wahrscheinlich auch für unsere Hörer, dass du mit deinen jungen Jahren, mit 17 Jahren eigentlich schon sie für diese Sachen sehr stark engagierst. Und muss da wirklich gratulieren zu dem Ganzen. Ja. Vielen Dank. Ja, ich wünsche dir natürlich, dass du für die Zukunft vor allem auch deine Sammlung noch sehr erweitern kannst und vor allem auch diese Charity-Veranstaltungen, dass dir da noch sehr viel gelingen möge. Ja, wir kommen noch nicht zum Ende unserer Sendung und dann eigentlich mit dir noch etliches vor, dass wir über das laufende Fußballgeschehen in der Region bzw. in Österreich noch sprechen dürfen. Markus Kara bei mir im Sportstudio. Ja, Markus, jetzt was gibt es noch Neues im Fußball generell in Österreich? Warst du gestern im Stadion? Das, was ja sicherlich unsere Hörer sehr interessieren wird, was du davon hältst. Ja, na sicher. Also, ich darf mich als stolzer Patriot bezeichnen, auch wenn es für unsere Nationalmannschaft oft nicht so gut läuft und es also kämpferisch ein wenig zu wünschen übrig lässt. Ich bin bei jedem Heimspiel im Happelstadion eigentlich live dabei und wenn sie mich nicht in Wien spielen, sitze ich vor dem Fernseher und fieber mit.
Und wie war es gestern? Wie hast du das so live erlebt? Ja. Dass es natürlich eine tolle Geschichte ist, dass nur ein Siegestreffer gelungen ist. Also für mich ist ein Stadionbesuch einfach was völlig anderes als wie daheim vom Fernseher. Einfach die Atmosphäre mit quasi 48.000 anderen Fußballverrückten wie mir rundherum. Das ist einfach der Wahnsinn. Das Gefühl kann man eigentlich gar nicht so richtig beschreiben. Man muss einfach selber erleben, wenn man da mittendrin sitzt und dann, wenn es wirklich interessant wird, nach die 8 Eckbälle von gestern, wie dann wieder die Stimmung aufgekommen ist. Und dann doch noch das Siegestor von David Alaba, dem wohl besten Fußballer unserer österreichischen Zeit aktuell, gefallen ist. Da hat die Hütte gekocht, das Stadion hat gebebt. Und dann bei der Ehrenrunde von den Spielern an Tagen wie diesen, da kommen selbst mir als eingefleischten Fußballfan die Tränen. Na super, das ist schön, dass es noch so junge, nicht nur solche Fans noch gibt, die was wirklich da mit voller Begeisterung, mit vollem Herz dabei sind. Ja, wenn sie schon mit vollem Herz dabei sind, verfolgst du auch die regionalen Fußball. Ich meine, es ist auch erste Liga im Profifußball von SV Horn. Und wie siehst du da die Situation der Horner? Ja, ganz besonders in unserer Umgebung finde ich es eigentlich sehr toll, dass wir wirklich solche guten Fußballvereine haben. Mit 7 Kilometer Entfernung die Retzer von meinem Heimatort Zellendorf oder nur wenige Kilometer weiter der SV Horn, wo ich ja öfter bin, da ich auch sehr viele Freunde unter den Profifußballern habe, wie zum Beispiel eben in Horn der Florian Brögelhof oder der Christoph Wieser oder eben bei den anderen Vereinen, TSV Hartberg, Jürgen Rindl habe ich kennenlernen dürfen im Steiermark-Urlaub vor seiner Zeit, vor ein, zwei Jahren. Also es sind wirklich leibende Kampen, weil ich das so sagen darf, und mit denen treffe ich mich eigentlich regelmäßig bei den SV Horn-Spielen. Ja, das ist toll und freut mich wirklich besonders, dass die nicht nur für internationalen Fußball oder für die Nationalmannschaft interessierst, vor allem auch für den regionalen Fußball. Der SV Horn, ja, der Spitzenverein im nördlichen Niederösterreich. Wie siehst du die junge Mannschaft? Wie ist sie heute? Oder hast du ein Match gesehen? Oder wie siehst du die Situation derzeit? Ja, also ich finde persönlich, der junge Weg ist kein schlechter. Nur auf die Dauer gesehen, so wie es am Anfang gelaufen ist, hätte ich schon geglaubt, dass Horn sich schnell fangen muss, weil sonst schaut es düster aus. Also wie es jetzt so ausschaut, haben sie wieder gut gefangen, was mich eigentlich gefreut, weil ich würde den SV Horn schon noch länger in der ersten Liga sehen, dadurch, dass das schon ein Aushängeschild für unsere Umgebung ist. Und ja, da ich selber jung bin und, wie schon vorher angesprochen, im Verein tätig bin, finde ich, dass der junge Weg ein guter ist. Und ja, wahrscheinlich werden es doch noch im Winter ein paar Regisseure und alte Hosen, was jetzt im Moment arbeitslos sind, noch dazu kaufen, dass dann wieder oben dabei sind im Mittelfeld. Ja, es gibt ja schon einen, der was bei Horn jetzt verpflichtet worden ist, aber der hat noch keine Spielberechtigung. Das ist eher, du bist der Rapid-Anhänger, ehemaliger Rapidler, der Hannes Eder, der aber nur halt noch nicht spielen darf oder noch keine Spielgenehmigung oder Spielberechtigung hat. Ja, also wie ich das sehe, ist so, dass die Horner natürlich, der Weg ist aus meiner Sicht auch der richtige. Mehr in Horn ist natürlich so, dass wir es nicht große Stars leisten können, sondern wir sind ein Ausbildungsverein in Horn und das sollte auch so sein. Und bin überzeugt, dass das der richtige Weg ist und vor allem auch, dass sie die Mannschaft sicherlich halten wird. Es sind ja etliche Spiele sehr unglücklich verlaufen, aber wir hoffen natürlich, dass zukünftig sich das bewähren wird. Ja, vielleicht noch, Markus, bevor wir schon langsam zum Ende unserer Sendung kommen, noch mal ein kurzer Aufruf für das Gewinnspiel, bevor wir dann beim letzten Einstieg zur Verlosung kommen. Gibt es noch die Möglichkeit, jetzt da mitzumachen? Selbstverständlich. Gut, 10 Minuten haben wir noch. Bis zum Sendungsende geht das Gewinnspiel auf meiner Facebook-Fanseite kara-matchone.gymdo.com noch. Einfach auf die Seite gehen, das Foto mit den signierten Tormannhandschuhen von Florian Brögelhof, dem Schlussmann des SV Horn, öffnen und auf Gefällt mir klicken und schon seid ihr beim Gewinnspiel dabei. Jetzt haben wir aktuell über 20 Gefällt mir schon. Einfach ein Wahnsinn, was durch die Sendung auch zusammenkommt. Wirklich mein ganz großes Kompliment ans Radio Y. Wirklich eine tolle Sache da. Und
hoffen wir, dass noch viel zusammenkommt und dass der Konkurrenzkampf bei den Gewinnspielen noch größer wird. Okay. Ja, Radio Y, Franz Weber. Ja, mein heutiger Studiogast ist der Markus Karrer. Ja, wir kommen schon wieder zum Ende unserer heutigen Sendung. Bevor wir zum Ende kommen, darf ich noch ein paar Ankündigungen machen, die den Fußball in der Region betreffen. Und zwar der SC Retz in der Regionalliga Ost spielt am Samstag, den 14. September um 16.15 Uhr gegen den Aufsteiger aus Obergrafendorf. Das heißt Samstag, 14. September, 16.15 Uhr, SC Retz gegen Obergrafendorf. Ja, was tut sich in Horn in der Profiliga Neues? Was gibt es da in nächster Zeit? Ja, kommenden Freitag schon, übermorgen am 13. September um 18.30 Uhr, ja, das Schlagerspiel SV Horn gegen die Wiener, die Tabellennachbarn, Punkte gleich, treffen aufeinander. Ja, wie gesagt, interessantes Match, hoffentlich viele Zuschauer und die Unterstützung aus der Region. Freitag, 13. September, 18.30 Uhr, SV Horn gegen die Wiener. Ja, und heute schon darf ich ankündigen, und zwar ein großes Event anlässlich vom Heimspiel des SV Horn am 4. Oktober 2013 gegen SV Horn gegen TSV Hartberg. Gibt es ein Oktoberfest, und zwar schon ab 17 Uhr spielt das Quatschberg-Echo, bekannt aus dem Fernsehen. Und nach dem Match geht es weiter dann noch wiederum mit Musik, mit dem Quatschberg-Echo noch bis 22 Uhr die Unterhaltung. Es gibt freien Eintritt für alle, die mit Tracht kommen, das heißt mit Dirndl oder Lederhosen. Alle, die was da am 4. Oktober zu dem Match kommen, haben freien Eintritt und darf schon alle recht herzlich einladen dazu. Ja, Markus, wir kommen zum Ende unserer Sendung. Bevor wir wirklich zum Ende kommen, du hast jetzt die Verlosung vorbereitet und gibst uns jetzt den Gewinner bekannt von unserem heutigen Gewinnspiel. Ja, Gerhard wird den Gewinner jetzt ziehen. Ja, und wenn ich das richtig lese, heißt das Daniel Schüller. Richtig. Er hat den Gewinnspiel auf Facebook teilgenommen. Der Daniel Schüller hat die getragenen Torwarthandschuhe von Florian Brögelhoff gewonnen. Und jetzt nochmal der Aufruf an Daniel. Bitte sende eine kurze Nachricht in Facebook an die Facebook-Gruppe, Fanseite von mir, kara-matchworn.gmail.com mit deinen Kontaktdaten, damit wir uns kurz zusammensprechen können, wie du die Handschuhe am besten und am schnellsten Weg bekommst. Und viel Freude damit. Ja, ich gratuliere recht herzlich zu dem Gewinn und darf mich recht herzlich bei dir jetzt bedanken, Markus, dass du bei mir heute in der Sendung warst. War sicher sehr interessant. Und ja, wie geht's dir dabei? Wie ist du da heute gegangen? Und ein paar Worte noch dazu. Ja, selbstverständlich möchte ich diese Gelegenheit noch nutzen, die letzten paar Minuten der Öffentlichkeit, wo wir die Hörer zuhören. Ja, da möchte ich natürlich in erster Linie mal Danke ans Radio Y und speziell an dich sagen, für die Einladung und für die Gelegenheit, dass ich da meine Charity-Aktion mit der Tourismusschule in Retz, nochmal zur Erinnerung, 24.09. ab 19.15 Uhr, eine interessante Veranstaltung für das St. Anna Kinderspital promoten durfte. Und ja, dann gibt es noch einige Leute, bei denen ich mich bedanken möchte, die meine Sammelleidenschaft dadurch wirklich möglich machen. Einerseits sind das die vielen Sportler und teilweise auch schon die Sportler, die ich zu meinen Freunden zählen darf, sei es angefangen von A wie Andreas Kahner aus Oberwart oder Lukas Grozerek von Rapid oder Stefan Meyerhofer, der ja leider jetzt arbeitslos ist. Bei denen darf ich mich ganz besonders bedanken, dass sie immer wieder sich bereit erklären und etwas für meine Sammlung spenden und meine Sammelleidenschaft fördern. Des Weiteren darf ich mich auch noch ganz recht herzlich, wirklich von ganzem Herzen, bei meinen Eltern bedanken,
die diese Sammelleidenschaft wirklich möglich machen, den Sammelraum erstellt haben, mich auf fast allen Sammelwegen begleiten, im Urlaub immer Zeit dafür finden, dass sie mit mir trotz des Relaxens, was eigentlich auf dem Hauptprogramm steht, Zeit finden und immer noch einen Stadionbesuch schaffen mit mir, damit immer wieder was zur Sammlung kommt. Und zu guter Letzt darf ich mich auch noch bei meiner Freundin bedanken, die was wirklich eine der Besten ist und auch Verständnis dafür hat, dass ich oft mehr Zeit mit dem Fußballsport verbringe und dadurch nicht immer Zeit habe für sie, besser gesagt, und ja. Okay, danke nochmal an dich, Markus, dass du bei uns warst, hat mich sehr gefreut. Wir kommen zum Ende unserer heutigen Sendung und darf ankündigen, dass wir nächste Woche wiederum im Sportstudio von Radio Y ab 18 Uhr live diesmal den Willi Schuldes, den Cheftrainer vom SV Horn, zu Gast haben. Es wird sicherlich eine sehr interessante Sendung. Nochmal recht herzlichen Dank und noch schönen Abend. Danke sehr.